Hallihallo und willkommen zurück bei Let's Play 4. Naja, Cry of 4, Cry of Play. Ich habe ja keine Angst gerade mehr so wirklich. Das Spiel hat mir gerade irgendwie die Angst geraubt. Keine Ahnung warum. Beziehungsweise ich habe es eigentlich schon gesagt, warum. Aber hey! So kann man ein Spiel spielen, mit guter Laune, mit keiner Angst vor Schreckmomenten und sowas. Sehe ich zumindest so. So, öffnet sich hier nochmal ganz unerhofft eine Tür oder will mich hier irgendwas nochmal angreifen? Nein? Gut. Finde ich sehr gut von euch. Sehr sozial. So, von der anderen Seite wahrscheinlich auch nicht. Nope, auch nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt fängt ja schon wieder damit an. Oh, jetzt schmeißt uns die Tür wieder hier raus. Ich will da durch. Ich will nicht hier rauskommen, wo ich reingehe. Dankeschön. So. Stone Plate Piece together from two halves. 5117379. Ach Gott, das kann ich mir niemals merken. Das ist bestimmt die Telefonnummer gewesen. Moment, ich hole mal kurz meinen magischen Zettel. Nicht auf dem Zettel, nicht auf dem. So, einmal die 5, einmal die 1, dann nochmal die 1, die 7, die 3, die 9, die 7 und nochmal die 9. Check. So, es hätte jetzt ehrlich gefehlt, dass hier so eine, dass es ein Telefon mit einer Wahlscheibe ist. Das wäre so cool. 5, 1, 1, 7, 3, 9, 7, 9. Tut, tut. Tut, tut. Ah. What the fuck? Da ist jemand. Der hält irgendwas hoch. Ich krieg hier nicht ins Target, ne? Hallo? Ein bisschen mehr schwenken. Das ist ein vernageltes Fenster und das ist dunkel, da sehe ich. Ja. Super. Wir haben das Board nicht gesehen, aber okay. 9789. 9789. Und jeder denkt, weiß wahrscheinlich, was das für eine Nummer ist. Wo die uns hinführt. Go to the attic to see if the doctor is there. Also geh nach oben, also geh auf den Dachstuhl, Dachboden, um zu gucken, ob der Doktor da ist. Na, das machen wir doch gerne. Wir holen uns jetzt unsere Rache. Unser Leben zurück. Na, das werden wir wahrscheinlich nicht zurückkriegen, aber theoretisch gesehen. Aber vorher speichern wir nochmal. Auf diesem Speicherstand. Shaving Progress, my friend. 9789. Die Tür hat sich geöffnet. Und gut, wir speichern nochmal, weil jetzt wir können. Oh, wir kriegen die Munition für die Waffe von dem Doktor. Was das wohl zu bedeuten hat. Wir laden einfach mal nach. Da bist du. Du bist tot. Du bist so verdammt tot. Hups. Failpunkt. Fail.
Okay, nochmal das Ganze. Ich genieße gerade die Stille hier auf dem Dachboden, ne? Es ist so schön ruhig. Entschuldigung, ich bin gerade abgelenkt ein bisschen. Ich überlege gerade. You're dead. You're so fucking dead. Der Typ haut viel Schaden raus. Wir müssen ihn immer im Auge behalten. Benutzen meine Spritze, weil wir haben ja nicht mehr viel Leben dank ihm. Nein, nicht schlagen. Das ist Schieß den Doktor. Das ist ein lustiges Spiel. Weil er nach jedem Mal getroffen werden die Position wechselt und auch immer dazwischen. Wo kommt ihr denn her? Ach, er sollte mir Munition bringen. Dankeschön. Ah, jetzt hat er da angewechselt. Doktor. Würden Sie da bitte rauskommen? Ach ne, ich muss einfach nur die Seite wechseln. Verdammt, ich bin gerade so schlecht in diesem Duell hier, ne? Ich verbrauche hier schon alle meine Spritzen. Uns zählt wirklich das eine Viertel von unserer Lebensanzeige. Er ist ja fast down, er ist dann schon mal fast down, das ist schon mal was. Bevor hier nochmal so ein Vieh kommt, lade ich nochmal vorsichtig selber nach. Er hat wieder die Seiten gewechselt. Da war was. Haha, er muss nachladen. Ich wusste es. Verdammt nochmal, das Vieh zerrt uns richtig downgezerrt eben gerade. Der Doktor ist fast tot. Ja, ich habe gesehen, dass du dahin gesprungen bist. Komm raus. Ah, komm, beweg dich noch einmal weg und du bist tot. Wenn ich nicht verreißen würde. Ah, na los, trau dich. Komm raus da. Ha! In your face, MILF! Simon, the pills by itself won't make you feel better. Simon, die Pillen machen dich nicht, nicht, dass du dich besser fühlst, nur die Pillen. Ich empfehle dir neue, Therapien. What's Was ist das? Well, naja, es sind Versuche, die du, um die Vergangenheit zu vergessen. Alle schlechten Erinnerungen, die du gesammelt hast. Bist du interessiert in Büchern, Simon? Ich weiß es nicht. Warum? Na gut. Ich möchte nur, dass du es herausfindest, weil ich möchte, dass du es ausprobierst. Ich möchte, dass du ein Buch schreibst. Ein Buch darüber, wie du dich fühlst. Glaubst du, du kannst das? Ich glaube, ich könnte es versuchen. Nein, nein! Das war's, Doktor. Sie sind raus. Chapter 7. Only safe at home. Keine Spritzen mehr. Hier liegt noch ein Schlüssel und die Pistole vom Doc. Backdoor Key und Munition. 5 Revolverschüsse. Tja. Oh, da liegt noch eine Spritze. Und da liegt noch Munition. Mhm.
Habe ich überhaupt die Munition von dem Typen aufgesammelt? Nö, habe ich gar nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Mit dem Typen, der mir jetzt eben noch gerade entgegenkam. Ich frage mich, ob ich hier gleich nochmal hoch kann, weil ich kann ja eh gerade nichts wegschmeißen. Wenn ich die Spritze aufnehmen möchte, dann ja. Yeah. Und so, ne? Vogelzwitscher. Oh. Wisst ihr, was das bedeutet? Es wird hell draus. Keine Angst mehr zu haben, weil es hell wird. Wenn die Dunkelheit schwindet. Das Spiel hat mich enttäuscht. Ich war der festen Meinung, da kommt noch ein Gegner. You unlock the door. Yeah. Nehme ich jetzt die Pistole mit oder die Spritze? Ich würde eher zur Spritze plädieren. Aber die Pistole ist gut. Die ist verdammt gut, die der Doktor hatte. Und wir haben auch schön viel Muni für die... Oh, wir haben zwei Spritzen. Wir nehmen die Spritzen mit. Zwei Spritzen sind besser als eine Pistole. Wo ich die so gerne mitnehmen würde. Ihr könnt ja mal gucken hier, ne? Ich lasse die jetzt mal fallen. Da liegt sie. Pam! Die ist richtig geil eigentlich. Aber dafür findet man viel zu selten Munition. Deswegen bleibe ich bei unserer Standardwaffe. Und den zwei Spritzen, versteht sich. So, Licht an. Eigentlich brauchen wir die Taschen aber auch. Na doch, wir behalten sie lieber mal. Wer weiß, ob wir hier nochmal in so ein dunkles Gebäude reinkommen. Weil da hilft ja auch... Da hilft eine Dunkelheit. Schlauer Satz ist schlau von Punkt. Yay, 2013. So. Bevor wir rausgehen. Ich weiß, jetzt habe ich bestimmt innerhalb von zwei Folgen habe ich 30 Mal gespeichert, aber hey, wir haben es geschafft. Wir sind hier aus dem Irrenhaus raus. Es wird hell draußen. Oh, ist das geil. Es ist hell. Es ist verdammt hell. Oh, ist das schön. Ah. Ist das nicht herrlich? Schön. Wir sind auf dem Weg der Besserung. Man könnte das ganze Spiel so ansehen. Na, ich will noch nichts sagen. Ich erzähle es euch am Ende in den Credits. Ja, genau, das ist das Beste. Ich erzähle es euch in den Credits. Ah, ist das schön hell. Es wird wieder alles gut. Es ist alles gut. Oh. Der Wald kann richtig schön sein bei Tag. Findet ihr nicht? Na gut, bis auf diese hässliche Bretterwand. Aber trotzdem. Wo geht's hier raus? Hey. Die sind gefangen. Da geht's raus. Man merkt, das Spiel neigt sich langsam am Ende. Oh, ein schöner See. Sonne geht schön auf. Mutter, wir kommen nach Hause. Und die Musik. Ich bin jetzt einfach mal still. Wir rudern jetzt einfach mal Richtung Sonnenaufgang und lassen die herrliche Musik auf uns wirken. Simon, Ruder. Ruder nach Hause. Wie du es hier verdient hast. Nach diesem Horror. Ja. Schön. Es ist gerade richtig schön beruhigend. Eigentlich wollte ich gerade meinen Mund halten, aber ich kann gerade nicht, weil ich einfach sagen muss. Schön. Beruhigend, wirklich entspannt. Und fühlt, dass die ganze Angst von einem genommen wurde. Und man weiß, es wird hell. Alles endet sich zum Guten. Nicht so schlimm, wie es am Anfang war. Der Selbstmord von Sophie. Fast schon vergessen. Wunderschön. Und wir kommen langsam näher. Dem Steg. Da wartet noch ein Haus auf uns. Ah, diese kleine Auszeit muss man auch mal so genießen. Steigen wir hier aus. Gucken, was sich hinter diesem Haus da verbirgt. Aber vorher will ich sagen, das war doch mal eine schöne Entspannung hier eben gerade.
findet ihr nicht. Wie es im nächsten, wie es weitergeht, seht ihr dafür im nächsten Part. Deswegen würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Ich entlasse euch mit totaler Entspannung, dem Rest des Tages, des Abends, was auch immer. Habt Spaß, das war's von mir, euer Punkt. Tschüss.